hervorragender Schachspieler, guter Freund und Grundeinkommensexperte Felix Köln. Viel Spaß! Ja, herzlichen Dank, Nick. Auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen. Ich freue mich, hier zu sein. Ich freue mich, dass am frühen Morgen so viele hierher gefunden haben. Ich bin Felix Köln, bin Vorstandsmitglied der Kölner Initiative Grundeinkommen und kümmere mich dort in unserem Verein um die Infotische und betreue den Referentenpool und mache so die Kooperation nach außen, also so Parteien, andere Initiativen, Verbände, alles was es da so gibt. Mein Vortrag selber will ich beihalten, aber ich habe da so zwischendurch so das ein oder andere mitgebracht. Hier ein Zitat von Goethe, was ich erst vor 2 Wochen entdeckt habe, was mir sehr gefällt. Nichts ist einer neuen Wahrheit schädlicher als ein alter Irrtum. Und damit werde ich mich heute beschäftigen, wenn es um das bedingungslose Grundeinkommen geht. Also, bedingungsloses Grundeinkommen. Wie sieht es denn aus im Moment in Deutschland? Ich habe da ein paar Zahlen mitgebracht. Keine Angst, ich werde nicht zu viele Zahlen in meinem Vortrag einbauen, aber so ein paar fand ich immer sehr eindrucksvoll. Und da gibt es eine Zahl, die lautet 10 Millionen. 10 Millionen Rentnerinnen und Rentner in Deutschland leben unterhalb der Armutsgrenze. Davon alleine 2/3 Frauen. 10 Millionen heißt 50% der in Deutschland lebenden Rentnerinnen und Rentner. 7,4 Millionen ist noch so eine schöne Zahl. 7,4 Millionen beziehen Hartz IV in Deutschland, davon 2/3 Kinder. Diese Kinder werden wahrscheinlich nie eine Chance haben auf dem Berufsmarkt, im Wettbewerb mit Menschen, die eine bessere Ausbildung genossen haben, die aus einem besseren Hause kommen, in dem Sinne, dass sie von früh an schon die besseren Förderungsmöglichkeiten kennengelernt haben. Dann habe ich noch eine Zahl, 2,5 Millionen ist die Zahl derer, die in Deutschland Vollzeit beschäftigt sind und darüber hinaus ALG II beziehen müssen, weil es nicht ausreicht, was sie verdienen. Also die sogenannten prekär Beschäftigten. Hat jemand mitgerechnet? Ist jemand gut im Kopf rechnen? 10 plus 7,4 plus 2,5 ist 19,9 Millionen. Gerundet sind das 20 Millionen Menschen in Deutschland. In Prozent sind das 24,8% der Bevölkerung in Deutschland, die unterhalb der Armutsgrenze leben muss. Für einen G7-Staat ist das eine Schande. Das ist meine Meinung. Ich kann nicht fassen, dass wir uns als Volk dass wir das zulassen, dass wir uns das erlauben, mit unseren Menschen so umzugehen. Jedem Einzelnen von uns. Insbesondere die 10 Millionen Rentnerinnen und Rentner, wenn man dann sagt, zwei Drittel davon, das sind rundgerechnet 6,7 Millionen Rentnerinnen, die ihr Leben lang gearbeitet haben, die nur das Pech hatten, nicht in die Rentenkassen einzahlen zu können, weil das System das nicht vorgibt. Ich habe noch ein paar Zahlen. Im Jahre 2006 hat das Bundesamt für Statistik eine Zahl herausgegeben, 52 Milliarden Arbeitsstunden wurden in dem Jahr entgeltlich verrichtet. 52 Milliarden. Demgegenüber steht die Zahl 96 Milliarden Arbeitsstunden, die unentgeltlich verrichtet wurden. In Familienarbeit oder Ehrenamt. Wenn wir uns das also anschauen, vergleichen 52 zu 96, ist das ungefähr 1 zu 2. Also kann man sagen, dass in Deutschland die Arbeit auf 3 Säulen ruht. Das ist einmal die Erwerbsarbeit, das, was wir normalerweise als Arbeit bezeichnen. Darüber hinaus aber auch noch die Familienarbeit, dazu gehört Kindererziehung, Haushalt genauso wie Pflege von Eltern oder kranken Angehörigen. Und als dritte Säule das Ehrenamt. Wir haben 52 zu 96.
Wir denken aber die ganze Zeit immer nur an diese eine Säule. Und unser gesamtes Sozialversicherungssystem ist auf ausschließlich dieser einen Säule aufgebaut. Jetzt habe ich noch eine letzte Zahl, nämlich 38%. 38% ist der Anteil in der gesamtdeutschen Bevölkerung, der einer erwerbstätigen Arbeit nachgeht oder anders ausgedrückt in der Lage ist, wirtschaftliches Einkommen zu generieren. Nochmal, das sind nicht die Einzigen, die arbeiten, sondern das sind die Einzigen, die dafür Geld bekommen. Und wir haben ja die Idee in unserem Kopf, dass Preis und Wert das Gleiche sei. Das gilt es zu hinterfragen. Also 38% generieren ein wirtschaftliches Einkommen. 62% leben von sogenannten Transferleistungen. 62% Transferleistungen heißt ungefähr 30% Familienangehörige, also Kinder, Ehegatten und Ähnliches. Ungefähr 20% Rentnerinnen und Rentner. Und gerade mal runde 10%, das ist sogar weniger, wenn Sie sich die Zahl von eben gemerkt haben, 82 Millionen und 7,4 im Hartz-IV-Bezug, ist weniger als 10%, die also Hartz IV beziehen. Also diese Idee vom Sozialschmarotzer, das hat gestern Abend der Andreas Popp ja sehr schön dargestellt, ist eine ziemlich absurde Idee. Aber sie hält sich aus irgendeinem Grund immer noch und immer noch und immer noch. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass eine uns wohlbekannte Zeitung aus dem Springer Verlag mit dem plakativen Bild das wirklich macht. Sondern es muss in uns stecken, dass wir uns abgrenzen wollen gegenüber denen, denen es noch schlechter geht. Jetzt habe ich also einen gewissen Abriss von der gegenwärtigen Situation vorgenommen, um klarzumachen, was mich bewegt, warum ich für ein bedingungsloses Grundeinkommen einstehe. Es kann nicht sein, dass wir in einem G7-Staat, Klammer auf, G7 heißt ja, wir sind eines der 7 reichsten Länder der Welt, gemessen am Bruttoinlandsprodukt. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, die meisten wissen das vielleicht gar nicht. Deutschland, eines der 7 reichsten Länder der Welt, leistet es sich, ein Viertel der Bevölkerung komplett auszuschließen. Armut ist die eine Geschichte, aber zum Teil führt es sogar zu Mittellosigkeit. Und Mittellosigkeit ist noch die weit schlimmere Variante. Armut ist einfach nur so eine Grenze, eine Zahl, die man definiert. Das ist in Deutschland 860 Euro monatliches Einkommen. Wer darunter liegt, ist per Definition arm. Das muss aber nicht zwangsläufig bedeuten, dass man dann mittellos ist. Es gibt aber Menschen, die ich persönlich auch kennengelernt habe. Ich habe in meinem früheren Leben, bevor ich Fulltime-Aktivist wurde, übrigens nach wie vor ehrenamtlich, viele Computerkurse gegeben, für Senioren beispielsweise. Und dann kamen die Leutchen zu mir und meinten so, ich kann das nicht bezahlen. Und ich habe mich innerlich aufgeregt, weil ich dachte, das kann doch nicht wahr sein. Das ist schon subventioniert und es kostet gerade mal 6 Euro für eine Unterrichtsstunde. Wieso könnt ihr das denn nicht bezahlen? Und ich habe es eigentlich nicht geglaubt, zunächst. Und dann war ich mal bei einem Hausbesuch und dann sagte mir die Dame, ich lebe von 300 Euro im Monat. Und dann habe ich die Klappe gehalten. In meinen Augen ist das bedingungslose Grundeinkommen die visionärste Idee des 21. Jahrhunderts. Ich beschäftige mich schon seit 30 Jahren mit Bürgerrechtsfragen, mit politischen Fragen, mit sozialen Fragen. Und als ich 2005 das erste Mal mit dieser Idee konfrontiert wurde, habe ich nur gedacht, so, das ist so simpel wie genial. Wieso ist da nicht schon längst einer drauf gekommen? Und dann habe ich sofort begonnen zu recherchieren, unmittelbar darauf habe ich meine ersten Vorträge gehalten
Das war lange bevor ich in die Kölner Initiative eingetreten bin. Und dann habe ich festgestellt, auf diese Idee ist schon lange einer gekommen. Diese Idee ist uralt. Ich habe gedacht, das wäre eine ganz neue, ganz frische Idee. Toll. Nein, das hat es alles schon lange gegeben. Ich zitiere nur so ein paar wenige Leute, auf die man sich dann zurückberufen kann. Erich Fromm, der bekannte Psychoanalytiker, hat schon in den 60er Jahren ein bedingungsloses Grundeinkommen gefordert. Der hat das damals nicht so genannt, aber der hat halt gesagt, dass jeder Mensch versorgt sein muss mit genügend wirtschaftlichen Mitteln, damit er sich in dieser Welt überhaupt erstmal, damit man leben kann und sich anschließend auch um die Seelenfragen kümmern kann oder um das soziale Miteinander. Thomas Paine, als einer der Gründerväter der Vereinigten Staaten von Amerika, hat Ende vom 18. Jahrhundert gefordert, dass diejenigen, die als erstes in die neuen Vereinigten Staaten einwandern und Land erhalten, um sich davon zu ernähren, eine Gebühr entrichten, damit die, die danach kommen, wenn das Land schon verteilt ist, trotzdem eine Chance haben zu überleben. Und wenn wir noch weiter in der Geschichte zurückgehen, dann kommen wir auf Thomas Morris, der unter Heinrich dem VIII. Schatzmeister war und der ein kleines Büchlein geschrieben hat, Utopia. In diesem Land beschreibt er ein Land, wo die Menschen sich keine Sorgen darum machen müssen, für ihre Existenz zu arbeiten. Damit war nicht gemeint, dass sie gar nicht arbeiten, denn ich bin mir sicher, auch er wusste, dass der Mensch sich einbringen möchte und kreativ sein will und auch einen Fußstapfen zurücklassen will. Also war das für ihn gar nicht die Frage, die tun dann nichts mehr, sondern sie müssen nicht um ihre Existenz kämpfen. Und selbst wenn ich in der Geschichte noch weiter zurückgehe, finde ich Beispiele bei den Römern und bei den Ägyptern. Aber das lasse ich Ihnen dann so als kleine Hausaufgabe übrig, dann können Sie ein bisschen nachrecherchieren. Wenn wir uns in der heutigen Situation anschauen, wie viele Menschen in sogenannten Selbstständigkeits- oder kleingewerbetreibenden Berufsverhältnissen stecken und man so Beispiele hört, gestern Abend noch im Quartier, ein Cutter, der gerade einen zweiten Auftrag hätte kriegen können in diesem Jahr. Wenn wir nachrechnen, wir sind jetzt schon fast Mitte März, oder? Ich weiß nicht, wie man davon leben soll. Wir haben bei uns auch eine wunderbare Ausstellung, eine Comic-Ausstellung, da werde ich gleich ein paar Exemplare daraus zeigen. Und da hat dann eine Künstlerin, eine Grafikdesignerin, eine Geschichte in ihrem Comic verarbeitet, nämlich ihren Alltag wiedergegeben. Wie das so ist, wenn man am Computer sitzt, einen Anruf bekommt und der Auftraggeber sagt, ja, ich brauche 50 Illustrationen und du kriegst pro Illustration 12,50 €. Der Preis ist nicht verhandelbar und wir brauchen das übermorgen. Das ist die Realität, in der wir stecken. Und ich habe die Ahnung, dass das noch weitergehen wird in dieser Situation. Der Hintergrund ist nämlich, dass wir eine Erfolgsgeschichte der Menschheit hier in ihren Konsequenzen erleben. Erfolgsgeschichte, weil Maschinen die Arbeit übernommen haben. Das ist ein Menschheitstraum, den wir uns inzwischen erfüllt haben. Und die Tendenz, die Zahl, die ich eben genannt habe, 38%, die Tendenz ist fallend. Wir gehen Richtung 32%. Es gibt sogar Leute, die behaupten, dass wir mit 5 bis 10% reiner Produktionskraft auskommen können, sodass also nur einer von 10 Erwerbs- oder Produktionsarbeit leisten muss oder eben sogar, wenn wir auf 5% gehen, einer von 20. Und wir sind nicht darauf vorbereitet. Wir haben einfach nicht darüber nachgedacht, dass die Menschen trotzdem leben müssen, dass es doch toll ist, wenn die Maschinen die Arbeit machen. Gerade die monotone Arbeit, gerade die Arbeit, die gefährlich ist, sei es, weil da, ich sag mal, Lacke, Dämpfe, Stäube, alles Mögliche, was halt gesundheitsschädlich sein kann, daraus, aus diesem Produktionsprozess herauskommt, sei es, weil die Arbeit einfach zu langweilig ist und die Maschine ist sowieso viel schneller, viel effektiver und vor allen Dingen immer gleich
hinbekommen kann. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber wenn ich im Ausland bin, dann wundere ich mich manchmal darüber, wie die Türklinken sind. Die Briten haben nur so fünfschige Dinger. Ich liebe unsere deutschen Türklinken. Ganz klasse so, um was zum Festhalten. Also, das sind aber auch Standards, die wir definieren, und das sind Standards, die nur Maschinen erfüllen können. Es ist also gut, dass wir eine hohe Produktivität haben. Wir müssen aber gleichzeitig dafür sorgen, dass die Menschen auch überleben können. Denn nur so kann jeder auch seinen Beitrag wiederum zur Gesellschaft leisten, kann kreativ sein, kann sich um seine Mitmenschen kümmern, kann vielleicht auch neue Dinge entwickeln, auf die wir bisher noch nicht gekommen sind, und helfen und dazu beitragen, dass die sozialen Probleme, die wir derzeit, denen wir uns gegenüber sehen, dass die aufgelöst werden können. Wie soll das funktionieren? Die Grundeinkommensbewegung in Deutschland hat ein Netzwerk gegründet, das findet man unter grundeinkommen.de. Und dieses Netzwerk hat 4 Bedingungen formuliert. Das bedingungslose Grundeinkommen muss ohne Gegenleistung ausgezahlt werden. Es darf kein Zwang zur Arbeit oder anderes damit verbunden sein. Es muss individuell ausgezahlt werden. Es geht nicht, es reicht nicht, wenn der Haushaltsvorstand das bekommt. Und so wie wir das heute in der AEG-2-Gesetzgebung, landläufig eher bekannt unter Hartz IV, immer wieder feststellen können, dass Menschen, wenn sie zum Beispiel in einer WG zusammen wohnen, die Behörde dann in ihren Haushalten schnüffeln, ob die nicht doch irgendein Techtelmechtel oder irgendwas miteinander haben, was sie gar nichts angeht. Denn in dem einen Fall wäre das eine Haushaltsgemeinschaft und dann müsste man füreinander einstehen. In dem anderen Fall ist es eine WG, dann teilt man sich die Räume. Und ich weiß nicht, aber ich habe in meinem Leben so oft mitbekommen, dass die Grenzen da sehr fließend sein können. Und ich glaube, dass das gut ist. Ich glaube, dass das auch für Menschen gut ist, soziale Kontakte zu knüpfen außerhalb von Familienbanden. Also, wir haben gesagt, keine Bedingungen im Sinne von Zwang zu irgendeiner Gegenleistung. Auch keine Bedürftigkeitsprüfung. Jeder erhält es. Unabhängig davon, ob man darüber hinaus noch Einkommen erwirtschaftet oder nicht. Und Sie hören schon, ich sage bewusst nicht, ob man darüber hinaus arbeitet. Denn ich gehe davon aus, dass jeder Mensch arbeitet. Selbst Sie, die Sie jetzt hier sitzen, arbeiten. Sie hören aufmerksam zu, Sie denken über das Gesagte nach, ob das jetzt nun mein Vortrag ist oder der von gestern, den zahlreichen, oder dem, die jetzt noch eine Woche kommen. Das ist Arbeit. Normalerweise zahlen Sie dafür Studiengebühren, wenn Sie einfach nur ein paar Jahrzehnte jünger sind. Wir haben gesagt, kein Zwang zu irgendeiner Gegenleistung, keine Bedürftigkeitsprüfung, individuell ausgezahlt. Auch da glaube ich, dass es das Beste wäre, wenn wir das im Grundgesetz verankern. Dass es nicht einfach nur ein Gesetz ist, sondern dass das grundgesetzlich verankert ist. Das ist mein persönlicher Zusatz. Und das Wichtigste, die Höhe. In einer Höhe, dass eine kulturelle Teilhabe davon möglich ist. Was ist damit gemeint? Obdach, Kleidung und Nahrung ist selbstverständlich. Und das wird auch heute schon abgedeckt. Kulturelle Teilhabe geht aber darüber hinaus. Kulturelle Teilhabe muss auch beinhalten, dass man zu einer solchen Veranstaltung kommen kann, dass man die Fahrkosten aufbringen kann und die Unterkunftskosten, dass man auch das Geld hat, sich abends in der Galerie zu versammeln oder in den anderen Akzeptanzstellen vom Lutzetaler zum Beispiel, wo sich hier die Besucher des Publikums, des Geldkongresses finden, treffen und austauschen. Dieser Austausch ist genau das wichtige Element, was wir brauchen, um uns zu vernetzen, um auch das Gehörte auch nochmal zu verarbeiten und auch den eigenen, die eigene Reflexion zu ermöglichen. Denn erst durch die Reflexion kann es sich setzen und wir können überhaupt irgendwas dann irgendwann damit anfangen. Also diese ganzen Prozesse sind sehr wichtig und ohne Geld in einer Fremdversorgergesellschaft
nicht umsetzbar, nicht realisierbar. Ich weiß nicht, gibt es hier Leute, die aus dem Rheinland sind? Okay, das ist nicht ganz so viel, aber der eine oder andere hat vielleicht schon mal von einer Karnevalsgruppe namens Black First gehört. Ja. Und da gibt es einen Klassiker schon aus den 70ern. Trink doch eine mit, stell dich schnell so an, du stellst hier die ganze Zigarren. Das ist ein ganz fantastischer Text, wenn man sich den mal anschaut. Es geht darum, dass ein alter Mann vor der Kneipe steht und kein Geld hat und wirklich gerne mit dabei wäre. Ein einziges Bierchen nur, einfach nur die Gesellschaft der anderen. Und in dem Lied ist der Zuhörer aufgefordert, den Mann einzuladen und zu sagen, komm, ist egal, ob du nun Geld hast oder nicht, du gehörst trotzdem dazu. Das ist etwas, was in den letzten 40 Jahren sich verändert hat. Das, was ich jetzt sage, habe ich gestohlen, gebe ich zu. Das ist geistiges Eigentum von Gregor Gysi. Das hat er nämlich in seinem Wahlkampf gesagt. Wir waren mal in Deutschland stolz darauf, dass wir bestimmte Dinge kostenlos angeboten haben. Dazu gehörte Schulbildung, dazu gehörte Sozialversicherung, dazu soziale Absicherung, dazu gehörte auch Altersversorgung und Krankenversorgung. Wir waren stolz darauf, dass das kostenlos war. Und dann kam diese unsägliche Frage, ja, wer soll denn das bezahlen? Und wenn Sie sich diese Frage mal auf der Zunge zergehen lassen, dann merken Sie vielleicht, zwischen den Zeilen heißt das etwas ganz anderes. Diese Frage ist keine ehrliche Frage. Es geht nicht darum, dass wir uns jetzt zusammensetzen und überlegen, okay, diese Kosten stehen an, die müssen wir einfach tragen, die müssen wir übernehmen. Wie kriegen wir das hin? Sondern diese Frage impliziert, ach komm, lass mich mit dem Dreck in Ruhe. Lass doch jemand anderen sich darum kümmern, das zu bezahlen. Das ist auch eine immer wiederkehrende Frage beim bedingungslosen Grundeinkommen, da werde ich dann auch später noch drauf eingehen. Ich glaube halt, dass mit einem bedingungslosen Grundeinkommen das Recht auf Leben verwirklicht wird. Wenn wir uns die Menschenrechtscharta anschauen, wenn wir uns das Grundgesetz Artikel 1 anschauen, dann geht es immer wieder um die Würde des Menschen und das Recht auf Leben. Und wenn wir uns anschauen, dass es sowohl hier in diesem reichen Land, in einem G7-Land, bei einem Viertel der Bevölkerung nicht möglich ist und noch größer gefasst weltweit sogar nur ein winzig kleiner Teil, nämlich der, der im sogenannten Westen, in der sogenannten ersten Welt lebt, dass da eine Versorgung mehr oder weniger gegeben ist, aber eben große Teile der Bevölkerung auf diesem Erdenball davon ausgeschlossen sind, dann sage ich mir, es ist an der Zeit, dass wir das ändern. Und wie ich eben sagte, das bedingungslose Grundeinkommen ist für mich die visionärste Idee, die kraftvollste Idee, die ich kennengelernt habe, zumindest in meinen 46 Jahren, die Sinn macht. Ich will noch ein kleines Beispiel aus der Spieletheorie bringen. Also ich habe ein paar Semester Sozialpädagogik studiert und auch noch mal ein paar Semester Psychologie. Wir haben uns mit Spielen beschäftigt. Und wenn Sie sich anschauen, Spiele sind etwas, das allen Säugetieren gemeinsam ist. Bis ins hohe Alter. Wir brauchen nur mal Katzen zu beobachten. Die spielen mit Wolle. Was machen die, wenn sie mit Wolle spielen? Sie machen das, was alle Säugetiere beim Spielen machen. Sie simulieren die Wirklichkeit. Wenn eine Katze mit einem Wollknäuel spielt, trainiert sie das Jagen. Also können wir ganz einfach logisch ableiten, Spielen ist Lernen und da Lernen für manche Leute Arbeit ist, ist Spielen Arbeit. Ihm gefällt es, ja, danke. Ich sage das deswegen so ausführlich, weil ich in meinen Computerkursen, und ich habe das 12 Jahre gemacht und habe an die 60% davon mit Senioren gemacht. Und ich habe den Senioren immer wieder gesagt, Kinders, wenn ihr mit der blöden Blechkiste klarkommen wollt, das ist kein Tor mit 7 Siegeln, das ist einfach nur ein bisschen Elektronik, das ist eine Maschine. Die ist dümmer, als ihr es seid. Immer. Ach nein,
ich kann ja nicht so gut sehen, ich kann ja nicht so gut hören und die anderen sind ja viel schneller und überhaupt und Technik ist ja so schwierig. Ja, ist ja alles richtig. Aber warum spielt ihr nicht einfach mit dem Ding? Probiert doch einfach aus, das eine funktioniert, das andere nicht, so what? Ach nee, spielen ist ja nur was für Kinder. Okay, kann man auch so sehen. Aber ich glaube, spielen ist was für jedes Säugetier und ich glaube, dass der Mensch da auch nicht besser oder schlechter ist als Wale oder Wölfe oder Katzen oder was einem da so einfällt. Wenn wir uns aber dann genauer anschauen, wie das in den Spielen ist und vergleichen mit der Realität, dann kommen ein paar seltsame Geschichten auf. Wie ist das denn in Monopoly? In Monopoly setzen sich bis zu 6 Personen an einen Tisch, packen das Brett aus, verteilen die Püppchen und dann zahlt die Bank 30.000 an jeden als Startkapital. Einfach so. Oder? Das wäre mal was, wenn wir das in der Realität hätten. Und wie ist das, wenn Sie immer loskommen? Dann kriegen Sie 4.000. Einfach so. Keine Bedingung. Einfach nur, damit Sie mitspielen können. Das heißt, Sie bekommen ein Startkapital am Anfang des Spiels und Sie bekommen jede Runde 4.000 als bedingungsloses Grundeinkommen. Den Unterschied können Sie feststellen, wenn Sie in den Knast müssen. Dann steht nämlich ausdrücklich da, gehe nicht über los, ziehe nicht 4.000 ein. Jetzt frage ich Sie, wenn Spiele, das haben wir gerade eben gehört, die Simulation der Wirklichkeit sind. Spiele sind das Trainingsfeld, auf dem wir Menschen miteinander lernen zu interagieren. In jeden Aspekten, in allen Aspekten, ob das jetzt nur die kapitalistischen Aspekte sind oder beim Skat die taktischen Aspekte oder bei Siedler von Katan, das Beispiel ist mir auch noch gestern genannt worden, dafür danke ich nochmal, ich weiß nicht mehr, wer es war, aber es war ein super Beispiel. Ah ja, richtig, danke. Siedler von Katan, wo es eben auch um Handeln und Tausch und Aufbau und eigentlich das gemeinsam Wachsen geht. Klar, am Ende wird irgendeiner feststellen, der es irgendwie besser konnte als die anderen. Aber wenn Sie immer wieder jeden Abend Siedler von Katan spielen, das gilt übrigens auch von Monopoly, und Sie kennen die Strategie sowohl von Monopoly als auch von Siedler von Katan, dann wird es einfach Spaß machen, miteinander zu interagieren. Und mal gewinnt der eine und mal gewinnt die andere. Das ist toll. Da hat man Spaß dran. Das nennt man dann in der Psychologie Flow. Das ist die Balance zwischen Anspannung und Entspannung. Flow kippt sofort, wenn das Spiel zu langweilig ist oder zu schwierig. Wenn Sie sich vorstellen, Sie würden in Monopoly einsteigen, geboren werden, und alle Straßen wären schon verteilt und überall stünden schon Hotels oder Häuser drauf. Und Sie bekämen noch nicht einmal das Startkapital. Dann könnten Sie was in dem Spiel nur noch machen? Die Bank verwalten ist leider nicht in dem Spiel enthalten, da sage ich eigentlich gleich. Sie dürfen einfach nur würfeln. Das wäre alles, was Sie dürften. Und egal, was Sie würfelten, es hätte keine Wirkung. Es würde keinen Unterschied machen, ob Sie eine 12 würfeln oder eine 3 oder eine 27, die es ja nicht gibt, aber es wäre kein Unterschied. Und was macht man als Mensch im Regelfall, wenn alles das, was man tun kann, zu nichts führt? Man landet vor der Glotze, in der sogenannten sozialen Hängematte, mit dem Bier davor. Also, ich sage das bewusst so deutlich, weil ich nach wie vor der Meinung bin und mich auch wirklich sehr ärgere, wenn unser Außenminister dann von der römischen Dekadenz spricht. Und dann zitiere ich Richard David Precht, der sagte, die römische Dekadenz hat bei den Senatoren stattgefunden, nicht beim einfachen Volk oder den Sklaven. Und die Situation haben wir hier wieder. Also, Sie sehen schon, das bedingungslose Grundeinkommen ist mir wirklich ein Anliegen und ich lasse nichts aus, um einzuführen, dass das eine sehr gute Idee ist. Denn, um nochmal wieder auf das Spiel zurückzukommen, wir brauchen ein bedingungsloses Grundeinkommen, um überhaupt mitspielen zu können.
dass es dann natürlich Unterschiede geben wird, dass der eine vielleicht wirtschaftlich erfolgreicher ist, dafür aber vielleicht der andere kulturell erfolgreicher ist. Wiederum der andere ist ein hervorragender Lehrer oder, ich weiß nicht, Werbefachmann oder was es sonst noch so gibt. In einer spezialisierten Gesellschaft ist das einfach so, dass wir uns einfach gegenseitig die Arbeit ja auch abnehmen und sich Menschen auf bestimmte Arbeiten konzentrieren und dort höhere Leistungen erbringen können. Das ist wundervoll. Das macht auch wunderbaren Sinn. Das macht nur dann keinen Sinn mehr, wenn wir irgendwie anfangen, uns gegenseitig zu bashen. Übersetzt heißt das zu schlagen, zu herunterzumachen, niederzumachen. Also, ich sage, wir brauchen ein bedingungsloses Grundeinkommen. Und wir brauchen es sofort. Aber ich fürchte, das mit dem Sofort ist ein bisschen schwieriger. Jetzt komme ich zum zweiten Teil des Vortrages, nämlich wie das denn überhaupt umgesetzt werden soll, wie das denn gehen kann. Hier möchte ich vorwegnehmen, dass ich kein Universalrezept parat habe. Das gibt es auch noch nicht. Was es gibt, ist allein in Deutschland über 20 verschiedene Modelle, wie es finanzierbar ist. Also die Frage, wer soll das bezahlen, können wir sofort beantworten. Kann das jemand? Wer soll denn das bezahlen? Wir. Bitte laut, das ist richtig. Wir alle. Wir bezahlen es. Nicht irgendwer, nicht der Staat oder die da oben oder... Nein, wir bezahlen es. Wenn wir das wollen, wir sind das Volk, dann bekommen wir auch für jeden Einzelnen ein bedingungsloses Grundeinkommen. Ansonsten wird es nie was. Also wenn wir sagen, und wir sage ich in dem Falle, ich als Fulltime-Aktivist und jeder andere, der hier im Raum ist oder dem Sie danach irgendwann davon erzählen und sagt, ja, das ist richtig, das bedingungslose Grundeinkommen ist etwas, was wir alle brauchen, was auch jeder verdient hat, was auch jedem zusteht. Denn wenn wir geboren werden als kleiner Säugling, kann es schon einen enormen Unterschied machen, ob man zufällig in Deutschland geboren ist oder zufällig in Somalia. Es kann auch einen Unterschied ausmachen, ob man zufällig zum Beispiel im Westen Deutschlands, dieser Republik, oder im Osten, in den neuen Bundesländern geboren wurde. Und bitteschön, warum um alles in der Welt soll das einen Unterschied ausmachen? Darin, wie willkommen man auf diesem Planeten geheißen wird, wie sehr man erwünscht ist. Und ich glaube, dass wir uns kollektiv gegenseitig diesen Respekt entgegenbringen können, in dem Maße, wie wir uns oder unseren Kindern, und auch hier sage ich ganz bewusst unseren Kindern, denn die Kinder gehören nur sich selbst. Und wenn sie als Eltern die Aufsichtspflicht haben, dann geht es eigentlich darum, dass sie sich aufopfern, damit die Kinder irgendwann groß genug sind und es selber tun können, sich um sich selbst zu kümmern. Aber ansonsten haben wir in meiner Überzeugung eine gesellschaftliche oder kollektive Pflicht, uns gemeinsam um den Nachwuchs oder die Kinder zu kümmern, denn die sind unsere Zukunft. Und wenn ich ein System geschaffen habe, das von vornherein vorsieht, dass jeder sein Auskommen hat, dass jeder sein Einkommen hat, vom ersten Tag des Lebens bis zum letzten Atemzug, dann glaube ich, können wir anfangen, über eine gerechte Gesellschaft nachzudenken. Jetzt habe ich schon erwähnt, es gibt so an die 20, mehr als 20 verschiedene Modelle, wie es umgesetzt werden kann. Das werde ich jetzt nicht im Einzelnen ausbreiten. Ich kann Ihnen versichern, da muss man zum Teil richtig viel lesen. Die einzelnen Konzepte umfassen zum Teil 50 Seiten und mehr. Wir sind von Volkswirtschaftsexperten ausgerechnet worden, von Industriellen, von aller möglichen Couleur, sowohl von Bürgerrechtsbewegungen. Da kann ich Ihnen einfach ein paar Links empfehlen. In der Kölner Initiative Grundeinkommen e.V. ist es so, dass wir von vornherein gesagt haben, wir legen uns nicht auf ein Modell fest. Das muss die Gesellschaft machen. Wenn wir uns als Gemeinschaft, als Volk
geeinigt haben. Das BGE ist eine gute Idee und wir wollen es haben. Und wir wollen unsere Politiker dazu zwingen, dass sie als unsere Repräsentanten die entsprechenden Gesetze erlassen. Dann können wir uns darüber unterhalten, wie denn genau das umgesetzt werden soll. Ich picke ein Beispiel heraus und sage, es gibt das Beispiel von Götz Werner. Manche von Ihnen haben den Namen vielleicht schon gehört und manche von Ihnen haben in ihm auch schon ein Feindbild ausgemacht. Ich möchte beides mal vom Tisch bringen und mich in der Sache die Ausführungen von dem Mann bemühen. Und er sagt, alle Steuern sollen abgeschafft werden, übrig bleiben soll nur eine reine Konsumsteuer. Konsumsteuer, muss ich vielleicht übersetzen, ist nichts anderes als das, was wir heute unter Mehrwertsteuer kennen. Die Geschäftsleute unter Ihnen sagen Umsatzsteuer dafür. Alles das Gleiche. Es geht darum, dass eine Steuer erhoben wird am Ende der Produktionskette, dann, wenn der Produzent dieses Produkt tauscht gegen den Konsumenten. Also das heißt, Sie als Konsument oder als Verbraucher kaufen eine Ware vom Produzenten oder Händler und dann soll die Steuer erhoben werden. Wie ist es jetzt? Jetzt ist es so, dass Sie 19% Mehrwertsteuer bezahlen. Wenn Sie 1 Euro ausgeben, sind das wie viel Cent? Na? 19. Nein, sind sie nicht. Es sind ungefähr 17, ein paar gequetschte. Die Mehrwertsteuer kommt oben drauf. Wenn Sie einen Nettobetrag von 1 Euro haben, dann ist der Bruttobetrag 1,19 Euro. Dann sind es 19 Cent. Wenn Sie aber 1 Euro brutto haben, dann ist es weniger als 19, also 17,1. Ein bisschen. Den Rest schenken wir uns. Übrig bleibt also als Nettobetrag 83 Cent. Wir schauen nochmal näher hin und gucken, wie setzen sich dann diese 83 Cent zusammen. Darin sind enthalten Sozialversicherungskosten, die der Händler natürlich in den Preis mit einbaut. Er muss auch Rohstoffe oder die Produkte, also der Produzent muss die Rohstoffe kaufen, der Händler kauft das fertige Produkt. Immer ist darin enthalten auch die Arbeitskosten. Auch das ist ein Begriff, den ich furchtbar finde, wenn wir uns vorstellen, dass Menschen als Kostenfaktor angesehen werden. Es ist ja buchhalterisch ist das ja durchaus zutreffend, aber vom Gedanken her ist es völlig absurd und auch grausam. Die ganzen Lohnnebenkosten, Sozialversicherungen, Steuern und, wie wir auch in den letzten Tagen gehört haben, sämtliche Zinsen, die sonst noch in der Produktionskette mitverarbeitet werden, sind alle in diesen 83 Cent enthalten. Mit einem BGE kann sich die Situation insofern ändern, weil wir halt keinen Knospenfrevel mehr begehen. Das heißt, nicht die Arbeit wird besteuert, womit automatisch auch gleichzeitig die Maschinen subventioniert werden. Eine Stunde menschliche Arbeit kostet Geld und ist uns sehr teuer. Das wäre ja schön, wenn uns das sehr teuer wäre, denn dann würden wir das ja wertschätzen. Aber wir sind ja gleichzeitig in dem Land, wo Geiz geil ist. Und dann dürfen die Dinge nicht viel kosten, auch die Arbeitsstunde nicht. Und jetzt kommt nämlich wiederum der Unterschied zwischen menschlicher Arbeitskraft und maschineller Arbeitskraft. Die Maschine kostet nur einmal was und läuft dann so lange, bis sie kaputt ist. Der Mensch muss sozusagen, weil er leben muss, immer wieder einen Stundenlohn bekommen und die Schraube der Stundensätze haben Sie ja vielleicht mitbekommen in den letzten Jahrzehnten und das ist ja das Spannende, dass das ja nicht nur in eine Richtung geht, sondern gleichzeitig in zwei Richtungen. Auch da haben Sie die Phänomene sicherlich auch schon in den anderen Vorträgen dann präsentiert bekommen. Wenn man also jetzt nun hinginge und sagen würde, okay, wir lassen das alles weg, diese ganzen Kosten, die in den Preisen mit enthalten sind, können wir weglassen. Ich schätze, dann würden wir so bis zu 33 Cent weniger aufbringen müssen für den Nettopreis. Wenn wir jetzt alle Steuern abgeschafft haben und die Mehrwertsteuer auf 100% setzen, das ist dann allerdings die Gegenforderung. Auf welchen Preis kommen wir dann? 1 Euro gleich. Ganz genau.
in meinen Augen auch ein ganz wichtiges Argument, denn das wird in der Diskussion auch immer wieder genannt. Das geht doch nicht, dann steigen doch die Preise und die Armen sind dann wieder diejenigen, die alles bezahlen müssen. Es gibt keine Progression. Also, wenn irgendjemand Gründe finden will dagegen, dann findet man Millionen von Gründen dagegen. Gegen das BGE, gegen die Art der Finanzierung. Sie können immer dagegen sein. Es ist überhaupt nicht schwierig. Ich kann Ihnen sogar zeigen, wie man dagegen sein kann. Und mein Interesse ist, dafür zu sein. Mein Interesse ist, sich zusammenzuschließen. Und auch innerhalb der Gesellschaft müssen wir uns gegenseitig informieren, überhaupt über diese Idee, über die Möglichkeit. Es sind noch weit über 50%, die haben noch nie was davon gehört. Ich weiß jetzt nicht, wie viele sind denn hier im Raum, die heute zum ersten Mal davon hören. Aber so viele sind es ja nicht. Ja, okay. Ist in Ordnung. Danke für die Ehrlichkeit. Nun sind wir hier aber auch in dem Geldkongress und Global Change Now hat sowieso sowohl die Geldreform in ihrem Programm und das Regionalgeld als auch eben das bedingungslose Grundeinkommen. Das heißt, ich bin hier in einem Insiderkreis. Ich kann Ihnen aber sagen, wenn ich unterwegs bin bei Vorträgen in anderen Zusammenhängen, dann sieht es ganz oft wirklich sehr anders aus. Und da ist 50% sogar oft noch übertrieben. Also, konsumsteuerfinanziertes Modell macht für mich insofern Sinn, dann hat mein Steuerberater mir dann erzählt, das ist der große Wurf. Derzeit ist der Steuerhaushalt besteht zu fast einem Drittel alleine aus Lohnsteuer. Die zweitgrößte Steuereinnahmequelle in Deutschland ist die Mehrwertsteuer, die dritte ist die Mineralölsteuer. Würde man hingehen und würde alles umstellen auf ein rein konsumsteuerfinanziertes Modell, wäre das außerdem eine erhebliche Erhöhung der Liquidität für den Staat. Die Mehrwertsteuer ist die schnellste Steuer, die an den Staat zurückfließt. Mehrwertsteuer oder Umsatzsteuer müssen Sie als Händler oder Geschäftsmann einmal im Monat abführen. Oder wenn Sie zu kleinen Gewerbebetrieben gehören, alle 3 Monate. Lohnsteuer kann mitunter bis zu 2 Jahre oder länger dauern, bis sie überhaupt beim Staat ankommt. Wenn Sie Erwerbsarbeit nachgehen, sozialversicherungspflichtiger Erwerbsarbeit, dann wird Ihnen zwar pro Monat Ihre Lohnsteuer abgezogen, aber irgendwann machen Sie einen Lohnsteuerjahresausgleich und dann bekommen Sie entweder Steuern zurück oder müssen Steuern bezahlen. Dieser Zeitraum kann bis zu 3 Jahre umfassen. Wenn Sie sich also jetzt anschauen, jeder bekäme einen Betrag in einer Höhe, dass man davon leben kann. Und ich sagte ja eben, nicht nur Nahrung, Kleidung, Obdach, sondern darüber hinaus kulturelle Teilhabe. Teilhabe an Bildungsveranstaltungen, auch die Möglichkeit, mal an einem Theaterstück oder einer Oper eine Oper besuchen zu können. Und halt insbesondere, wie Katja Kipping dann sagt, eine Demokratiepauschale, dass man auch mal zu einer Demo fahren kann in Berlin oder wie wir heute hier in dieser Woche auch an einem Kongress teilnehmen können. Das alles muss drin enthalten sein. Wie hoch der Betrag ist, kann keiner sagen. Denn wenn wir uns gemeinschaftlich entschlossen haben, für ein bedingungsloses Grundeinkommen zu sein, uns dafür einzusetzen, dann wird es möglicherweise doch Veränderungen im Preisgefüge geben. Damit rechnen eigentlich schon alle. Aber wir wissen nicht, wie dann die Preise sich entwickeln werden. Fest steht, dass wir dann mit einer Formel, sagen wir mal Kaufkraft mal Standardwarenkorb, einen Betrag dann festsetzen müssen. Und meine Idee ist beispielsweise, wenn doch unsere Politiker alle Jahre wieder ihre Diäten festsetzen, dann könnten die doch im gleichen Zuge auch die Höhe eines BGEs festsetzen. Und ich bin sogar der Meinung, man könnte doch sogar die Diäten als Faktor eines bedingungslosen Grundeinkommens definieren. Ich habe ja kein Problem damit, dass die Frau Merkel oder wer dann sonst Kanzler ist, das 8-fache BGE bekommt. Warum denn nicht? Ist doch in Ordnung. Aber eben gemessen am BGE, und dann haben wir nämlich nur noch eine Entscheidung, eine Sitzung, und der Rest rechnet sich von alleine aus. Der Außenminister hat halt eben das 6,5-fache oder was auch immer. Das ist dann so willkürlich, das können wir unter uns ausmachen. Und da brauchen wir jetzt, die wir hier in dem Saal sitzen, auch gar nicht mehr alle dabei zu sein. Dann können wir wirklich auch denen, die von uns gewählt wurden, die uns ja repräsentieren, vertrauen, dass sie schon ganz richtig hinkriegen. Und wenn sie es nicht richtig hinkriegen, dann kriegen sie dann auf die Mütze. Und wenn sie abgewatscht, und dann sollen sie das nächste Mal das besser machen.
Aber ich bin halt eben nicht dafür, dass man Politiker nur, weil sie Fehler gemacht haben, direkt absetzt. Weil dann haben sie ja keine Möglichkeit, aus den Fehlern zu lernen und irgendwas besser zu machen. Also sie sollen das bitte schön bleiben und dann richtig machen. Aber wir definieren, was in dem Fall richtig ist oder eben in welcher Höhe das Ganze sein muss. Ja, ich möchte noch auf einen wichtigen Aspekt hinaus, nämlich ich habe Ihnen ja ein paar Sachen mitgebracht. Es ist im letzten Jahr etwas ganz Dramatisches passiert, nämlich im Herbst letzten Jahres, am 18.09. ist die Piratenpartei in den Berliner Landtag eingezogen. Und die Piratenpartei ist im Moment für die Grundeinkommensbewegung der stärkste Verbündete. Ich bin übrigens überparteilich. Ich gehe in Köln sowohl zu den SPD-Versammlungen, als auch zu den Grünen-Versammlungen, als auch zu den Linken, als auch zu den Piraten. Ich bin regelmäßig bei allen unterwegs. Ich würde auch bei der CDU und auch bei der FDP-Versammlung besuchen, aber die kümmern sich im Moment noch nicht intensiv genug um das bedingungslose Grundeinkommen. Nichtsdestotrotz haben alle Parteien Vertreter innerhalb der eigenen Reihen, die für ein bedingungsloses Grundeinkommen sind oder einem ähnlichen Modell. Das dann zum Teil einigen Einschränkungen unterliegt, also die FDP setzt sich zum Beispiel für ein liberales Bürgergeld ein. Das ist nicht bedingungslos, da muss man Bedingungen erfüllen, man muss sich dem Arbeitszwang aussetzen. Das ist für mich nicht gut genug, aber als Anfangsschritt schon mal nicht so schlecht. Das, was Sie da an der Wand geworfen haben, ist eine Statistik. Und zwar aus einer Wahlanalyse. Ich lese mal das Kleingedruckte oben rechts in der Ecke ab. Das ist Infratest DMAP Wahlanalyse. Ist also von einem etablierten Umfrageinstitut gemacht worden. Und zwar ging es darum, warum haben Sie die Partei gewählt, die Sie gewählt haben? 10 Motivationen standen zur Verfügung und 2 daraus konnte man wählen. Die obere Grafik zeigt das Ganze als Balkendiagramm an, sodass man das optisch direkt erfassen kann. Die untere Tabelle zeigt das Ganze numerisch an. Und wenn wir die Zahlen vergleichen, dann stellen wir fest, für den Bereich soziale Gerechtigkeit haben die Piraten haushoch gewonnen. Innerhalb der 10 Motivationen, die man auswählen konnte, wo man 2 daraus auswählen konnte, sind die 45% für die soziale Gerechtigkeit, die die Wähler der Piraten, den Piraten offensichtlich zutrauen, auf 45% und damit signifikant hoch. Und wenn wir alle miteinander vergleichen, dann sehen wir, dass die Piratenpartei den zweithöchsten Wert erlangt hat. Die Linke kriegt 65%. In meinen Augen natürlich ganz selbstverständlich, denn die linke Partei hat, was Fragen der sozialen Gerechtigkeit angeht, in den letzten 20 Jahren immer wieder gezeigt, dass sie sich da immer wieder für einsetzen. Also der Wähler glaubt den Linken, dass sie sich für die soziale Gerechtigkeit einsetzen. Eine Zahl, die ich extrem spannend finde, das ist der Wert von der SPD. Die SPD hat 44%. Einige sagen hier viel zu hoch. Ich war erstaunt, denn für mich war die soziale Gerechtigkeit klassisches Wahlkampfthema der SPD. Und wenn ein Newcomer aus dem Stand heraus das sogar noch überrunden kann, ja toll, das ist jetzt nicht wirklich irre großer Abstand, den die da gewonnen haben, aber mit einem Prozentpunkt sind sie drüber gekommen. Das ist für mich schon eine große Erkenntnis. Und wenn man sich anschaut, wie der Wahlkampf ausgesehen hat in Berlin, das war nicht besonders viel. Die haben ein Plakat aufgehängt mit dem Text: Mindestlohn ist Brückentechnologie, es geht um die flächendeckende Einführung eines Grundeinkommens. Eine zweite Forderung im Wahlkampf in Bezug auf die soziale Gerechtigkeit war ticketloser ÖPNV. Wenn man sich das nämlich zusammen anschaut, dann stellt man schnell fest, wenn man bestimmte Dinge kostenlos zur Verfügung stellt und jeder ist ja versorgt, weil jeder bekommt ja ein bedingungsloses Grundeinkommen und zusätzlich verdienen darf ja auch jeder, so viel er mag, dann haben wir eine Situation, dass wir vielleicht auch
wieder dahin kommen können, stolz zu sein darauf, dass wir bestimmte Dienstleistungen oder infrastrukturelle Möglichkeiten kostenlos zur Verfügung stellen können. Womit dann auch wieder der Kostenapparat schrumpft und wir gar nicht so viel Bares benötigen, um bedingungslos Geld an jeden Einzelnen auszuschütten. Hier nochmal ganz kurz im Vergleich. Lösungsvorschläge waren bei den Piraten 82%. Also während bei den anderen Parteien oft der Kandidat entscheidet oder auch die Parteienbindung, hat man bei den Piraten 82% im Sinne der Sachbindung, also die Fragestellung interessiert. Ist aber auch nicht besonders erstaunlich, weil die ja so jung sind und so. Das ist etwas, das wurde von einem unserer Initiative nahestehenden Künstler bezeichnet. Georg von Westphalen ist einigen vielleicht dadurch bekannt, dass er Bernd das Brot gezeichnet hat. Bernd das Brot ist eine Kultfigur im Fernsehen, sagt man. Ich selber schaue kein Fernsehen. Und wir haben uns dann unterhalten, weil ich Georg schon ewig lange kenne, seit 30 Jahren. Aber ich habe ihn immer als Mediziner abgespeichert gehabt. Ich wusste gar nicht, dass der Comics macht. Und er hat sogar den Grimme-Preis dafür bekommen, dass er Bernd das Brot entworfen hat. Wer mal Fernsehen schaut, kann mal nach Sendeschluss in den Kika gucken. Da gibt es dann dieses Schaumgummimännchen, ein Kastenbrot, das depressiv ist. Bernd möchte dauernd aus dem Bildschirm verschwinden und immer wenn er links rausläuft, kommt er rechts wieder rein. Wenn er sich unten rausbuddelt, fällt er oben wieder rein. Also ist natürlich klar, dass man dann depressiv wird. Der Zeichner von dieser Figur macht seit letztem Jahr, seit dem 1. Mai, Grundeinkommenscomics. Und das sind verschiedene Entwürfe. Er hat inzwischen so viel gemacht, dass wir im letzten Herbst eine Comic-Ausstellung machen konnten. Das ist eine Wanderausstellung. Das heißt, wer immer interessiert ist, diese Ausstellung bei sich hinzuholen, da können wir was organisieren. Sie brauchen sich einfach nur mit mir in Verbindung zu setzen. Das haben Sie vielleicht schon bei mir gesehen. Dieses T-Shirt habe ich in den letzten Tagen ein paar Mal angehabt. Wir haben hinten noch Informationsmaterial und auch einen Büchertisch. Da sind auch ein paar von diesen T-Shirts käuflich erwerbbar. Und das Interessante ist aber diese Frage, die ich sehr zentral finde. Was würdest du arbeiten, wenn für dein Einkommen gesorgt wäre? Wiederum mit diesem Argument, was immer wieder gebracht wird, ja, dann geht ja keiner arbeiten. Wenn jeder ein bedingungsloses Grundeinkommen, wenn jeder Geld kriegt, einfach so vom Staat, 1000 Euro, ja, was, dann die soziale Hängematte. Ah ja, ja, genau, die soziale Hängematte, wir wissen es. Also ich glaube, ich brauche das nicht, dafür nicht mehr weiter darauf einzugehen, das ist selbsterklärend. Das ist ein Motiv, was aus dem Film entnommen ist, den man auch kostenlos im Internet bekommen kann, legal kostenlos. Der Film heißt Grundeinkommen, ein Kulturimpuls. Ist von dem Schweizer Daniel Hähni, der sich sehr fürs Grundeinkommen ansetzt, und von dem Kölner Journalisten Enno Schmidt. Die beiden zusammen haben diesen Film gemacht. Und da gibt es eben dieses Wort, Grundeinkommen ist wie Luft unter den Flügeln. Das hat Georg von Westphalen dann als Postkartenmotiv verarbeitet. Und wenn Sie erkennen, also Sie können erkennen, dass es da ein Cocktailschirmchen ist. Das heißt, dann erkennen Sie vielleicht auch, wie groß dieses Mem sein soll. Es ist nicht einfach nur ein Männchen, sondern es ist ein Mem. Ein Mem ist ein Gedanke mit der Tendenz und der Dynamik, sich selbst zu verwirklichen. Also ein Begriff aus der Psychologie. Es ist ein Mem, das Grundeinkommensmem. Ich bin übrigens fest davon überzeugt, dass es das Grundeinkommen geben wird. Irgendwann. Ich weiß nicht wann. Ich weiß aber ganz bestimmt, dass es die logische Konsequenz von Demokratie ist. Insbesondere, weil Demokratie ja auch noch weiterentwickelt werden kann im Sinne von Pluralismus. Auch da können wir gern gespannt sein. Das war unser Erstlingswerk, das war die Premiere am 1. Mai. Da haben wir dieses Comic auf der DGB-Kundgebung verteilt und haben reißenden Absatz gefunden. Wir haben ja derzeit immer noch das Problem, dass die Gewerkschaften sich sehr bedeckt halten, sogar zum Teil wirklich massiv gegen das BGE argumentieren.
Naja gut, ich meine, man kann ja auch nachvollziehen, warum. Sie haben natürlich Angst um Ihre Freistellung. Aber bitte, das ist das Stichwort, was ich Ihnen liefere. Derzeit haben wir eine Gesellschaft, wo wir einzelne Menschen freistellen. Dazu gehören Betriebsräte, dazu gehören Politiker, dazu gehören in der Wissenschaft, Professoren und so weiter und so weiter. Nicht jeder ist freigestellt, aber ich frage, warum eigentlich nicht? Warum ist nicht jeder Mensch freigestellt und darf selbst entscheiden, welchen Beitrag er für die Gesellschaft leisten soll? Eine ganz wichtige Information zu diesem Comic ist unter Common Creative License veröffentlicht. Das bedeutet, jeder kann dieses Comic benutzen. Man braucht nur den Urheber zu nennen und der ist unten immer wieder eingeblendet. Finde ich jetzt gerade nicht da, kleingedruckt hier. Auch hier erkennt man nicht, aber im Original erkennt man das. Ich zeige Ihnen aber, was man noch damit machen kann. Die Münchner Initiative Grundeinkommen hat uns gefragt, ach, das ist aber toll, das möchten wir auch. Und dann hat Georg einfach gesagt, das ist doch gar kein Problem, machen wir eine Münchner Variante daraus. Nur damit Sie das sehen können, die Kölner haben natürlich die rote Fahne und die Münchner haben halt das Himmelblau. Das Himmelblau ist jetzt auch die endgültige Fassung, weil eben das Rote doch ein bisschen zu teuflisch und höllenartig wirkte. Aber ich will Ihnen damit nur sagen, so, wenn Sie sich an unsere Initiative wenden, per E-Mail oder so, da geht was, wie es so schön heißt. Also wir können da was machen. Das war nämlich eine Veranstaltung im letzten Jahr. Ich hatte aus allen 6 Parteien, also den 5 im Bundestag vertretenen und den Piraten, eine Kurzfachtagung in Kooperation mit der Fachhochschule Köln und darin der Fakultät für angewandte Sozialwissenschaften. Sie sehen also alle Logos, die waren bei einer Podiumsdiskussion da und es ging um die Frage Grundeinkommen zur Bundestagswahl 2013. Das ist das, wo ich jetzt auch noch darauf hinweisen will. Mit einer Zwischeninformation. 2010 hat Susanne Wiest, eine Tagesmutter aus Greifswald, per Internet eine Petition eingereicht an den Deutschen Bundestag. Sie forderte 1.500 Euro Grundeinkommen für jeden Erwachsenen und 1.000 Euro für jedes Kind. Mit der Begründung, Kinder brauchen keine Miete zu bezahlen, deswegen können sie ruhig 500 Euro weniger bekommen. Diese Petition wurde innerhalb von wenigen Wochen fast 53.000 Mal mit unterzeichnet. Es war ein richtiger Hype, also das ging ab wie Schwitzkatze, wie man so in Köln sagt. Das Spannende ist, das war 2009, es hat ein ganzes Jahr gedauert, ich irre mich, glaube ich, jetzt sogar, es kann sogar sein, dass es 2008 war. Bitte? Das heißt, es hat 2 Jahre gedauert, bis es überhaupt erstmal vor dem Petitionsausschuss diskutiert wurde. Dieser Termin war 2010 im November. Global Change Now hat damals mit der Kampagne Unternimm das jetzt eine große Demonstration in Berlin organisiert, und zwar im unmittelbaren Zusammenhang, zeitlichen Zusammenhang mit dieser Petition, mit dem Petitionsausschuss. Und jetzt sind wieder 1,5 Jahre vergangen und immer noch ist keine Entscheidung gefallen. Nämlich die Entscheidung darüber, ob eigentlich die Frage, die Susanne Wiest an den Bundestag gerichtet hat, vor dem Parlament überhaupt mal beraten wird. Wir reden noch nicht mal von Entscheidung. Wir reden nur darüber, dass sich unsere 624 Parlamentarierinnen und Parlamentarier öffentlich mit dieser Frage beschäftigen. Soweit sind wir noch nicht. Ich habe aber im Anschluss an diese Kurzfachtagung Sven Lehmann gefragt. Sven Lehmann ist Vorsitzender der Grünen in Nordrhein-Westfalen und war mit bei mir auf dem Podium. Und ich fragte ihn, sag mal, kannst du mal bitte für mich recherchieren? Ich kriege keine Infos. Was ist eigentlich los mit dieser Petition? Wo steckt's denn? Und dann bekam ich folgende Information. Der Petitionsausschuss hat Susanne Anfang Juni darüber informiert, dass die Petition nun nacheinander den Berichterstatterinnen aller 5 Fraktionen vorgelegt wird. 3 Fraktionen, die CDU, die Linken und die Grünen, haben die Akte bereits bearbeitet.
Heißt, die FDP und die SPD haben immer noch keine Entscheidung gefällt, nach anderthalb Jahren. Die Grünen haben dafür votiert, die Petition der Bundesregierung als Material zu überweisen und den Fraktionen ebenfalls. Solange aber nicht alle Berichterstatterinnen ihr Votum abgegeben haben, ruht die Petition noch. Da die Petition sehr viel Aufmerksamkeit bekommt und sehr ernst genommen wird, findet wohl überall eine sehr ausführliche Prüfung statt. Unsere Initiative macht wieder in Kooperation mit der Fakultät für angewandte Sozialwissenschaften an der Fachhochschule Köln eine große Landestagung Grundeinkommen NRW vom 11. bis zum 12. Mai. Die Vorbereitungen laufen derzeit auf Hochtouren. Es kann auch jederzeit gerne Unterstützung, wenn da jemand was machen möchte oder sagen will, wie auch immer, man kann sich da gerne auch beteiligen. Aber ich möchte Sie insbesondere einladen, auf diese Tagung zu kommen, auch wenn Sie nicht aus NRW sind. Wir haben ja jetzt gleich im Anschluss das Vernetzungstreffen und ich kann Ihnen aber schon mal sagen, dieser Termin im Mai gilt dem gleichen Ziel. Unabhängig voneinander ist Global Change noch auf die Idee gekommen, hier ein Vernetzungstreffen zu machen, während wir Kölner daran arbeiten, in Nordrhein-Westfalen, übrigens in Zusammenarbeit mit etlichen anderen Initiativen aus NRW, ein solches Vernetzungstreffen an eben diesem Wochenende durchzuführen. Wir haben inzwischen schon an die 25 Workshops zusammengestellt. Das wird ein ganz fantastisches Programm, wobei ich aber zugeben muss, wir werden natürlich nicht an das Niveau von Arena heranreichen. Was das Kulturelle angeht, haben wir nicht ganz so viel zu bieten, sondern eher die Geschichte, dass man sich in den Seminarräumen der Fachhochschule Köln zusammensetzen kann, im Open-Space-Verfahren oder Fishbowl-Verfahren miteinander zu diskutieren und hinterher die eigenen Ergebnisse zu präsentieren im Forum. Ich möchte Sie einladen, damit mitzumachen. Zum einen wollen wir uns alle miteinander vernetzen. Es werden die Parteien da sein, es werden die großen Verbände sein, es werden alle Initiativen, die uns bekannt sind, werden vor Ort sein und es werden natürlich auch ganz viele Einzelpersonen da sein, die ebenfalls sich mit dem Thema beschäftigen. Verschiedene Themengebiete, wie zum Beispiel Ethik oder Kultur oder Konsequenzen eines BGEs oder wie die Kosten denn nun aufgebracht werden sollen, sind dann in den einzelnen Workshops zusammengestellt. Das zweite Ziel ist, über die Vernetzung hinaus einen Status Quo zu erheben. Ich kann Ihnen sagen, wir wollen uns vernetzen, wir wollen einen Status Quo erheben, um zu gucken, wie viel können wir eigentlich mobilisieren in der Grundeinkommensbewegung. Denn das Ziel ist, Strategien auf diesem Treffen zu entwickeln, wie wir die Bundestagswahl 2013 beeinflussen können. Ich möchte das bedingungslose Grundeinkommen auf die Agenda bringen. Es soll ein zentrales Wahlkampfthema werden. Die Piraten haben sich schon dazu geäußert. Sie sagen Ja zum BGE. Derzeit sind die Piraten für einen BGE-Befürworter die einzige Partei, die man wählen kann. Die Grünen sind in den Startlöchern. Sie sind kurz davor. Bei dem letzten Bundesparteitag 2007, als über die Frage entschieden wurde, kam ein Ergebnis 40-60 heraus. 40 dafür, 60 dagegen, Prozent. Diese Zahl scheint gerade zugunsten eines bedingungslosen Grundeinkommens sich zu verändern. Sven Lehmann ist einer der glühendsten Befürworter eines bedingungslosen Grundeinkommens. Es gibt aber auch noch sowas, es gibt aber noch Dr. Wolfgang Strehmann-Kuhn, der sich zum Beispiel über die Altersgerechtigkeit auch intensiv Gedanken gemacht hat. Die Linken sind im Moment eine Partei, die ganz viele Grundeinkommens-AGs in allen Bundesländern haben. Die anderen drei Parteien haben sich noch nicht eindeutig geäußert. Aber in jeder Partei gibt es Befürworter, blühende Befürworter, die nur noch keine Mehrheiten innerhalb der eigenen Reihen gewonnen haben. Wir als Wähler bestimmen nicht nur, wen wir hinterher in den Bundestag wählen. Wir bestimmen auch, wie die Parteien ihr Wahlprogramm ausrichten. Das sind wir, die das tun. Das machen nicht die. Aber wir müssen uns natürlich melden. Und das muss man vielleicht ein bisschen systematisch machen. Und dazu würde ich sagen, werden wir uns dann hinterher beim Vernetzungstreffen unterhalten. Dann mache ich jetzt erstmal Schluss. Danke.